Was bedeutet Dschihad? Wörtlich übersetzt bedeutet Dschihad das Bemühen oder die Anstrengung, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es wird zwischen dem sogenannten großen und dem kleinen Dschihad unterschieden. Der große Dschihad bezeichnet eine moralische und religiöse Anstrengung. Dabei ist es das Ziel, sich persönlich weiterzuentwickeln. Der kleine oder körperliche Dschihad bezeichnet militärische Kampfhandlungen zur Ausdehnung oder Verteidigung des muslimischen Herrschaftsgebietes. Diese Unterscheidung leitet sich von der Überlieferung eines Gefährten Mohammeds ab. Sie findet sich ursprünglich vor allem in schiitischen Glaubenstraditionen, aber auch bei manchen frühen sunnitischen Gelehrten. Heutzutage wird diese Unterscheidung zwischen großem und kleinem Dschihad von vielen Muslimen gemacht. Viele Koranverse zum Thema Dschihad stammen aus der zweiten Periode der Offenbarung in der Stadt Medina. In dieser Zeit war die muslimische Gemeinde immer wieder in Kampfhandlungen verwickelt und Festlegungen zum Dschihad waren für die Regelung des Kriegsrechts wichtig. Diese Schriften waren ein wichtiger Teil der islamischen Rechtswissenschaft. Doch auch für den militärischen Dschihad gab es Einschränkungen und Regeln. Der Dschihad war kein Freibrief für uneingeschränktes Töten. Zum Beispiel war festgelegt, dass auch während eines Krieges keine Frauen, Kinder oder alte Menschen getötet werden durften, sondern nur Waffenträger. Der letzte Dschihad mit dem Ziel der Ausdehnung des muslimischen Herrschaftsgebietes fand in der Expansionsphase des Osmanischen Reiches statt. Ein solcher Dschihad konnte nur von einer übergeordneten Autorität ausgerufen werden, die von allen Muslimen anerkannt wird. Darin sind sich die islamischen Gelehrten mehrheitlich einig. Vor allem in der modernen Zeit sagen die meisten von ihnen aber, dass der militärische Dschihad nur als Verteidigungskampf geführt werden darf. Mein Dschihad fängt schon damit an, früh morgens aufzustehen und dem Gebetsruf zu folgen, statt mich im Bett noch einmal rumzudrehen. Später dann in die Uni zu gehen und zu versuchen zu verstehen, was all die Bücher mir sagen. Mein Dschihad bedeutet, geduldig zu sein mit meinen Mitmenschen, auch wenn sie mich zur Weißglut treiben und trotz angebotener Kompromisse stur bleiben. Mein Dschihad heißt, die Wahrheit zu sagen, egal wie unangenehm es dadurch wird, und aufmerksam bleiben, wenn mir Freunde ihre Geschichten erzählen. Ganz egal, wie sehr mir der Kopf auch schwirrt. Mein Dschihad bedeutet, freundlich sein, wenn mir mit Unfreundlichkeit begegnet wird, und auch dann meine Hand zu reichen, wenn sie ins Leere greift. Mein Dschihad heißt, arbeiten und schreiben, anderen meine Stimme leihen und, wenn alle gehen, bleiben. Anders als in der Vergangenheit hat sich in der heutigen Zeit eine Kultur des friedlichen Nebeneinanders zwischen den meisten Staaten entwickelt. Es gibt zum Beispiel das internationale Völkerrecht und verschiedene internationale Konventionen. Viele muslimische Denker der letzten zwei Jahrhunderte haben deshalb neue Interpretationen des Begriffs Dschihad entwickelt. Der Fokus lag dabei nicht auf der militärischen Definition, sondern auf einer theologisch begründeten, ethisch-moralischen Bedeutung. In modernen Interpretationen werden die grundlegenden Ziele des Dschihad in den Vordergrund gerückt. Sie beziehen sich vor allem auf den Ursprung des Wortes im Sinne von Bemühen, Anstrengung. So entwickelten sich Bedeutungen des Begriffs, die im Kontext von Persönlichkeitsentwicklung und sozialer Verantwortung zu sehen sind. Man spricht zum Beispiel von Dschihad at-Tarbiya, dem Bemühen, sich für Bildung stark zu machen, von Dschihad al-Shaitan, das Schlechte in sich abzuwehren, und von Dschihad al-Lisan oder Dschihad al-Kalam, die Bereitschaft, miteinander zu diskutieren und Meinungsverschiedenheiten mit Worten auszutragen. Diese Interpretationen beziehen sich auf eine friedliche, argumentative Vermittlung des Islam, wie beispielsweise auf Reformen im sozialen und im Bildungsbereich. Dieses Video ist in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung entstanden, bei denen ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanke. In der Videobeschreibung findet ihr weitere Infos, Links zu Videos und die Etikette. Und ansonsten hinterlasst gerne eure Fragen, hinterlasst alle eure Kommentare und sagt alles, was euch auf dem Herzen liegt. Es wird Experten geben, die sich das alles durchlesen und euch dann die passenden Antworten geben. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch, mich im Namen meines Teams, den Datteltätern, von euch zu verabschieden. Ich sage Tschüss.